kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Worte des Propheten Hesekiel, die uns heute durch den Tag begleiten sollen. Kehrt um, man spürt förmlich die Verzweiflung, mit der Hesekiel die Menschen anspricht, mit der er uns anspricht. Er ist der große Mahner seiner Zeit. Er mahnt die, die fromm sind und sagt, Gott hat kein Interesse daran, dass die Gottlosen sterben, sondern er will alle Menschen zu sich holen. Und er sagt, was nützt es, wenn ein Gerechter sein Leben lang gerecht war und dann böse handelt? Es geht um große Konsequenz, dass wir immer gut und gerecht handeln. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Mich beschäftigen verschiedene Ebenen dieser Sätze. Was ist Leben? Was ist Tod und Sterben? Die Mediziner sagen, das Leben fängt an mit dem ersten Herzschlag und es endet, wenn das Gehirn tot ist und das Herz nicht mehr schlägt. Als Pfarrer würde ich es anders formulieren. Das Leben, es ist Beziehung. Und wer nicht mehr in Beziehungen ist, nicht mehr in Beziehung zu anderen Menschen, zu Gott, zu sich selbst, der ist tot, selbst wenn sein Herz schlägt und sein Verstand wach ist. Leben ist Beziehung. Und wir sehen im Moment, wie schwer die Menschen leiden, die in ihren Altenheimen alleine eingesperrt in ihren Zimmern sind, um sie zu schützen, kein Besuch, keine Kontakte, nur hin und wieder jemand, der ihnen maskiert das Essen bringt. Ist das Leben? Was also ist Leben, was ist Tod? Wenn Leben und Tod mit Beziehung oder Beziehungslosigkeit zu tun hat, dann ist die große Frage, warum wollt ihr sterben? Die Frage, warum gebt ihr die Beziehung auf? Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu den Menschen, die Beziehung auch zu euch selber. Und die andere Ebene, warum wollt ihr sterben? Wenn wir sehen, wie wir Menschen mit unserer Schöpfung umgehen, mit Gottes Schöpfung, die er uns gegeben hat, damit wir in ihr leben können, warum gehen wir so nachlässig damit um? Warum vergeuden wir Energien und Ressourcen? Warum lassen wir es zu, dass immer mehr Tiere und Pflanzen aussterben und am Ende auch wir? Warum nehmen wir Menschen den Tod in Kauf? Der Prophet Hesekiel legt seinen Finger gleich in mehrere Wunden. In die Wunde, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir miteinander, mit unserer Gesellschaft umgehen. Warum tun wir nicht, was das Leben fördert? Und die andere Wunde, unsere Beziehung zu Gott und den Menschen. Das, woran uns aber Hesekiel immer wieder erinnert, Gott will, dass wir leben. Er ruft uns immer wieder aufs Neue. Er legt den Finger in die Wunden und sagt, aber ihr könnt zu mir kommen. Ich nehme euch auf mit offenen Armen jederzeit. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Aber wie ändern wir unser Leben dann als Geliebte? Geben wir Gottes Liebe weiter an die Menschen in unserer Nähe und in der Ferne? Geben wir Gottes Liebe weiter an die Schöpfung, die er geschaffen hat? Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehen. Da wird Gottes Berg überragen, alle anderen Berge und Höhen. Und die Völker werden kommen, von Ost, West, Süd und Nord. Die Gottfernen und die Frommen, zu fragen nach Gottes Wort. Lasst
lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet geschaut. Da wird niemand Waffen mehr tragen, deren Stärke er lange vertraut. Schwerter werden zu Pflugscharen, und Krieg lernt keiner mehr. Gott wird seine Welt bewahren, vor Rüstung und Spieß und Speer. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangenen Zeit uns durch alle Finsternis tragen, in die Gottesstadt leuchtend und weit. Wenn wir heute mutig wagen, auf Jesu Weg zu gehen, werden wir in unseren Tagen den kommenden Frieden sehen. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.